Liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel in der MDCC-Arena gegen den SV Sandhausen. Endstand vor 23.156 Zuschauern 1:2. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partner Humanas. Herzlich begrüße ich auch die Cheftrainer beider Vereine, Gerhard Kleppinger und Christian Tietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer. Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich bin erstmal froh, dass wir einen Sieg einfahren konnten. Wir haben ja auch unser System umgestellt, aber ich muss sagen, wir haben am Anfang ein bisschen Muscle gehabt, Glück gehabt. Hätten wir auch in Rückstand geraten können, haben die Tiefenläufe von Magdeburg und die Dribblings nicht im Griff gehabt. Dann später haben wir es besser wegverteidigt und konnten auch mal einen Akzent nach vorne setzen. Ich glaube, das Tor ist uns auch zugute gekommen. Aber wir wussten auch nach der Halbzeit, ich habe es doch der Mannschaft gesagt, dass Magdeburg auch alles dran setzen wird, dann nochmal noch mehr zu tun. Und ich habe die Magdeburger ja auch oft in meiner alten gescoutet und wusste, wie schwer es ist, sie gegen sie hier zu bestehen, mit ihren Rochaden, mit ihren sehr, sehr guten Spielern, mit ihrem Spielsystem. Und dass es auch immer bis zur letzten Minute ganz haarig werden kann. Aber im Grunde muss ich jetzt sagen, ist uns erstmal egal. Wir haben 3 Punkte geholt. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Schritt zu dem Ziel, was wir uns vorgenommen haben. Und wir müssen halt Step by Step gehen. Aber wichtig war, dass der erste Schritt mal getan ist, um darauf aufbauen zu können. Danke. Danke, Gerhard Kleppinger. Christian Tietz, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, zunächst mal Glückwunsch an meinen Kollegen SV Sandhausen. Es ist ein Spiel, es ist leider so oft schon im kompletten Saisonverlauf, aber jetzt auch in der Rückrunde ist ganz extrem, weil wir verschenken so viel. Und mal das hätten wir viel mehr Punkte auf unserer Seite, wenn wir so ein Spiel wie heute klar für uns entscheiden. Es ist zunächst mal sehr ärgerlich, dass wir 2 Gegentore bekommen aus Standardsituationen. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, hätte es problemlos ausgereicht, das was klar und deutlich für uns gewinnen, weil wir haben klar über 10 richtig gute Einschussmöglichkeiten und nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern sogar noch mehrheitlich in der zweiten Halbzeit. Das reicht aus normalerweise, wenn wir da besser sind, im Spiel zu entscheiden. Wir haben das Spiel kontrolliert, wir haben wahnsinnig viele Zweikämpfe, also enorm hohe Zweikampfquote für uns geholt und haben es jetzt endlich verpasst, uns zu belohnen mit einem besseren Torabschluss, aber auch mit dem Verteidigen der Standardsituation. Es ist aus dem Grund so ärgerlich, weil die erste Standardsituation überhaupt erst entsteht durch einen zweimaligen Fehlpass, wo es gar keinen Grund dafür gab und wir dann aus einer Variantentor bekommt übrigens Sandhausen seit Wochen sehr gut spielen. Wir die wussten und da ein Spieler zu stehen hat. Und dann wäre das auch zu verhindern gewesen. Beim zweiten Standard-Gegentor geht es erstmal darum, dass wir eine Standardsituation zu Ende verteidigen und nicht in der Mitte und am zweiten Pfosten 2 Spieler vorher durchkommen lassen. Denn da hätten wir es klären können. Also da fassen wir uns wirklich zunächst an die eigene Nase. Nichtsdestotrotz geht es natürlich nicht, dass vorher ein klares Foulspiel stattfindet, der Spieler von uns dadurch rausgenommen wird und der Außenspieler erst zur Eingabe kam. Das verändert leider ein Spiel und das ist so, wie ich sage, es geht wirklich um uns, aber es verändert das Spiel und mir ist es dann auch ehrlich gesagt egal, wie Regelwerke sind, das hat man zu ahnden. Ja? Wenn dann jemand das nicht sieht als Schiedsrichter mit dem Rücken und der VAR darf nicht einschreiten, weil der Ball im Spiel ist, dann haben wir immer noch einen Linienrichter. Also muss ich sagen, das ist dann irgendwann auch genug, weil uns das genauso oft trifft, wie wir aber selbst schuld sind, dass wir das Spiel nicht entscheiden. Deswegen war es heute für uns ein sehr, sehr ärgerlicher Tag, weil wir zum wiederholten Mal ein Spiel hergegeben haben, was wir eigentlich auf unsere Seite ziehen gekonnt hätten. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Patrick Nowak für die Volksstimme. Ja, guten Tag, Herr Tietz. Sie haben es angesprochen. Ihre Mannschaft hat in den Statistiken eigentlich, glaube ich, das gezeigt, was Sie sehen wollten. Ballbesitz, viele Chancen kreiert. Ich habe vorhin mit Daniel Elfadli gesprochen und er hat jetzt über die letzten beiden Spiele auch teilweise auch zugegeben. Es war so ein Rückfall in alte Muster. Also der FCM spielt dominant, hat die Kontrolle und geht dann am Ende irgendwie leer aus. Wie können Sie sich diesen Rückschritt erklären, nachdem Ihre Mannschaft ja in den letzten Wochen eigentlich auf einem sehr guten Weg gewesen ist?
Ja, das ist einfach zu erklären. Das hat jetzt eben bei uns mit zu tun gehabt, dass wir überhaupt, wo wir wissen, Standards musst du gut verteidigen, Umschaltbewegungen auch, wollen wir wenig vorkommen lassen. Und wenn wir dann völlig zwei unnötige Fehlpässe machen, die zu einer Standardsituation führen und dann nicht die Position annehmen, dann ist das ein individueller Fehler, weil der Spieler steht da. Und dann muss der Gegner den erstmal reinmachen, wenn er nicht frei zum Schuss kommt, auch wenn das wirklich sehr, sehr gut gespielt war. Und beim zweiten Tor war es genauso. Also da haben wir momentan letztendlich unsererseits nicht gut das Gegenverteidigt. Wir haben ja wenig zugelassen, aber das, was wir zugelassen haben, hat dann auch direkt dazu geführt. Und dann weiß ich auch, dass ein Momentum ins Spiel kommt. Da musst du auch aufpassen, dass du keine Hektik reinkriegst. Aber ich finde, das haben wir in vielen Phasen des Spiels noch gut hinbekommen, dass wir gar nicht überhastet geworden sind. Das wurden wir erst die letzten 7 Minuten, wo wir es gar nicht eigentlich gebraucht hätten, dass wir direkt den Langschlag spielen, sondern mit unseren Spielern auf den Außenspuren das noch ausspielen. Es wirkte auch in vielen Phasen so, dass sich Ihre Mannschaft von der Spielart von Sandhausen ein bisschen anstecken ließ. Also es war nicht so Rhythmus zu sehen, dann gingen sehr viele Diagonalbälle auch ins Aus. Was hat Sandhausen Ihrer Mannschaft heute auch gegen den Ball so ja, schwer gemacht? Ja, dass sie sehr gut verteidigt haben mit den 5 Spielen, 3 davor und den sehr disziplinierten beiden Stürmern, die auch immer versucht haben, einen unserer Innenverteidiger rauszunehmen. Und da sind wir auf den Gegner getroffen, der die Räume sehr eng gemacht hat, wo du die Geduld benötigt hast. Und wenn wir dann aber trotzdem sagen, wir wollen die Bälle spielen, weil wir dort ins Risiko reingehen wollen, dann weiß ich, dass die auch mal verloren gehen können oder zum Fehlpass führen. Aber sie haben ja genau das gebracht, was wir wollten, dass wir genügend Tormöglichkeiten rausgespielt haben. Heute hat es wirklich daran gelegen, dass wir nicht unsere Möglichkeiten genutzt haben, weil das war ausreichend im Spiel. Wir können im Spiel immer vieles besser machen. Das können wir nach dem Spiel bei vielen Dingen, was dann auch ein Stück weit einfacher ist. Aber hier hat es heute in meinen Augen die beiden Gründe gehabt. 2-mal nicht gut verteidigt und nach vorne die Möglichkeiten nicht verwertet. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ja, vorne in der ersten Reihe bitte mit Nennung des Namens und des Mediums. Klaus Wieber von der Rhein-Neckar Zeitung Heidelberg. Herr Klebinger, Herr Tietz hat es gesagt, es lag daran, dass die Chancen nicht genutzt wurden, aber es lag auch daran, dass der Patrick Treves das verhindert hat. Was sagen Sie denn zu seiner Leistung? Ja, der Patrick hat heute in 2-3 Situationen hervorragend gehalten auf der Linie. Und aber wir wissen alle, dass er ein sehr guter Torhüter ist. Und er gehört halt mal dazu, zu den 11, die spielen. Ich kann noch eins anfügen. Herr Präsident Machmeier hat Ihre Ansprache in der Halbzeit, vor dem Spiel gelobt. Was haben Sie denn zu den Spielern gesagt, jetzt nach dieser ereignisreichen Woche auch? Ja, ich habe nur gesagt, wir haben ja auch erst jetzt in dieser Woche mal angefangen, das System umzustellen und das zu bearbeiten, dass da nicht alles rund läuft, ist auch ganz normal. Gerade, ich muss immer wieder sagen, gegen so eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, eine quirlige Mannschaft. Und aber vieles hat gefruchtet und hat gegriffen. Und in der Halbzeit habe ich der Truppe dann auch gesagt, wir erwarten jetzt nochmal ein Feuerwerk von denen, ist ja auch gekommen. Und wir müssen die Einstellung an den Tag legen, dass wir einzeln zurücklegen. Wir dürfen keinen mehr fangen und müssen einen machen. Und es ist fast aufgegangen gewesen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Pressekonferenz. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, unseren Gästen guten Heimweg und so weiter. Noch ein schönes Wochenende. Danke. Danke, gleichfalls.